Wir kommen zu einem neuen Kaufland-Foto. Das ist jetzt erstmal ein Teil, der gleich kommt gleich. Wir haben, glaube ich, 85 Euro diesmal ausgegeben. Irgendwie wird es immer mehr mit Weight Watchers. Und zwar haben wir hier einmal Capri-Sonne gekauft. Davon gebe ich 1 Euro Rabatt noch, also 1 Euro Cashback. Dann zweimal, nee, viermal Exquisite Quark Creme. Der hat genauso viele Punkte wie der billige Quark, aber der billigen Quark finde ich nicht so cremig. Und ich kriege den halt fast nicht raus aus diesem Becher. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Der ist besser. Genau viermal für die nächste Woche. Dann meinen Hähnchen und Kartoffel. Hat ja auch wenig Punkte. Wenig Punkte hat Pringles. Die gab es im Angebot im Kaufland. Einmal Sweet Paprika und Barbecue-Soße. Einmal Knabbermahlzeit für die Katzen, Pinguine. Zweimal Spargel gab es im Angebot und Spargel sind ja sehr, sehr punktearm. Damien oder Dame, wie man es auch immer ausspricht, für 49 Cent. Einmal cremig, so ein Kochkäse oder wie man das selten nennt. 9% Fett. Und nochmal eine Kochsahne von Rama mit 7% Fett. War auch im Angebot. Mein Mann hat sich die Pizza mitgenommen. Ich würde die auch gern probieren, aber das verrenkt meinen Punkterahmen und ich durfte dann gar nichts mehr essen. Mein Mann wird berichten, wie es ihm geschmeckt hat. Und für die Kids dann halt Piccolinis. Zweimal Croissants gefüllt. Eine Breze, das sind die anderen zwei. Einmal ein Räucherschinken für 1,24. Das ist schon viel drin. Das ist echt viel drin. Dann habe ich hier die Hollandaise mitgenommen mit 8% Fett zweimal. Einmal Cola Zero, die gibt es zurzeit jede Woche im Angebot. Ich weiß nicht, wollen sie es loshaben. Auf jeden Fall für perfekt. Cola-Ersatz hat auch sehr wenig Punkte. Wiener gab es im Angebot, so Mini-Wiener, die perfekt für den Kindergarten nächste Woche. 79 Cent zweimal. Dreimal Corny. Corny gab es für 99 Cent. Joghurt, weiße Schoko, Nuss Nougat, 2 Punkte arm. Mein Mann hat sich das hier mitgenommen. Das ist Dick Dip für so Chips. Und ja, ich muss das nicht haben. Ich mag das nicht so. Zweimal Sahne Dill Soße für 64 Cent. Die sind auch sehr gut für die. Also eigentlich gleich wie die Hollandaise. Und da werde ich halt einmal, wenn ich ein Fleisch mache oder so, dazu machen. Genau. Hier Schokolade mit Fein. Was sucht's denn ihr? Wir sind beide hier. Alpro Schokolade mit Fein. Genau. Diesmal gab es keinen dunklen Feinherb. Da muss man schauen, ob der gleich viel Punkte hat. Gucken wir einfach mal. Schmelzkäse für meinen Mann. Leberwurst für alle, also nicht für mich. Kindergelbwurst und Salami. Dann bis gleich. So, mein Lieben, dann machen wir weiter. Und zwar haben wir einmal Eppern, ja, die sind irgendwie durcheinander geflogen. Ja, die waren billiger, von daher haben wir so einen großen Pack genommen. Und Eppern gehen ja bei den Kids und bei uns immer. Dann habe ich hier ein True Food, da kriege ich auch noch 1 Euro Cashback. Monster, Fake Fruchtzwerge. Dann habe ich zweimal Salakis, nennt man das so? 9% Fett, zweimal, 2 Punkte arm. Kellogg's Schoko Spottis, dann nochmal zweimal das hier. Wieder für 50 Cent, 50%. Einmal normalen Toast, einmal die Windel, 5er. Zweimal Sahne Soft Pudding, die waren auch im Angebot. Ein Pack Bananen, wie immer. Ein Pack Kartoffeln für die Spargel. Birnen gab es im Angebot und ich wollte mal was anderes außer Äpfel und Äpfel-Bananen, deswegen mal Birnen. Eine Gurke, Vollkorntoast kann ich auch empfehlen. Punkte arm, wenn man mal Bock auf einen Toast hat, den da. Salatkopf, eine Cola Light für 44 Cent. Und dann wollte man jetzt Light probieren, vielleicht schmeckt die ein bisschen anders da. Und jetzt geh rein. Zweimal Sprudelwasser, einmal Medium und einmal still. So, ich glaube, das war's. Dann sehen wir uns im nächsten Foto. Tschüss! Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was ich bei Weight Watchers bestellt habe. Denn mir fehlt ein bisschen das Süße. Und es hat einfach alle Süßigkeiten haben so viele Punkte außer Chips, die von Pringles und Corny. Ansonsten ist es sehr schwer, was Süßes zu finden. Ich habe auch nicht nur Süßes bestellt. Von daher zeige ich euch jetzt kurz, was ich bestellt habe. Es ist nicht gerade billig. Aber es wird jetzt auch nicht sofort gegessen. Es haltet sich ja. Da habe ich einmal so
Also da stehen halt die Punkte drauf. Ich denke, dann ist es nicht so schlimm. Schokolade Brownie. Und zwar, ich denke mal, das ist so ein Riegel mit Art Brownie. Und er hat halt pro Stück 2 Punkte. Eine Packung Flips mitgenommen. Und die kann man halt auch mal sehr gut snacken. Hat die ganze Packung 2 Punkte. Dann habe ich mir aber mal eine Suppe mitgenommen. Die werde ich dann mal irgendwie dazu essen. Ein bisschen würzen, denke ich, muss man. Bei Weltforschung muss man ein bisschen immer nachwürzen. Das hat 3 Punkte. Wie viel ist denn da drin? Wie viel ist denn da drin? 400. Heißt, ja, der ganze Ding hat 3 Punkte. Finde ich voll okay. Und zum Dazuessen, zum Salat oder was, perfekt. Hier hat halt pro Portion, und das sind 2 Portionen anscheinend drin, 3 Punkte, heißt 6 Punkte. So ein Mousse, und wenn man Punkte übrig hat, sehr, sehr lecker. Dann habe ich das Schokolade Grips mitgenommen, oder Crispy, wie auch immer. Das sieht sehr lecker aus, finde ich. Und es hat 3 Punkte ein Stück. Sieht jetzt sehr schokoladig und lecker aus. Bin ich ja echt gespannt. Hier, die sahen aber auf dem Bild größer aus. Aber sie sind immer noch größer wie, nennt sich das, Knoppers. Und da hat pro Teil 2 Punkte. Und da es ein bisschen größer ist, lohnt sich das einfach auch mal mehr. Da hat so ein kleines, glaube ich, schon 2 Punkte von Knoppers. Hier habe ich dann noch Soße mitgenommen. Wenn man mal Soße zum Braten machen will oder zum, beziehungsweise zum Puden, Hähnchen, ihr wisst ja. Und zwar hat er auch 2 Portionen ein Punkt und das kann man super essen. Also wenn man die ganze Packung macht, hat man 2 Punkte. Denn, das habe ich mir auch größer vorgestellt, irgendwie ist da fast kaum was drin. Aber wenn man Punkte übrig hat und Lust auf Joghurt-Gams, sage ich jetzt mal, die Fake-Joghurt-Gams, Lust hat, hat hier pro Teil 2 Punkte. Und dann wollte ich ein Eis. Und zwar kann man hier Eis selber machen. Set hat dann 8 Punkte, wenn man das ganze Eis isst. Finde ich ja voll cool. Das ist jetzt Milky Ice Cream. Ich denke, das wird trotzdem genauso schmecken. Muss man mal gucken, mit was man das, ob man das mit was mixen kann oder Erdbeeren oder so. Muss ich mal lesen. Ja, dann sehen wir uns einfach im normalen Futter wieder bei nächster Woche. Tschüss!